Es ist ein irrer Sound, der da über die Berge schallt. Die Alphornbläser gehören zur evangelischen Gemeinde Ruhpolding. Pfarrer Michael Kraus hatte die Idee für diesen besonderen Chor. Wir haben festgestellt, dass bei den Gottesdiensten im Freien also deutlich mehr Menschen kommen, wenn Alphörner spielen. Und die Reit-im-Winkler-Alphornbläser, die hatten wir da immer eingeladen zum Spielen und die haben das auch super gemacht und konnten aber ein ganzes Jahr lang aus beruflichen Gründen nicht spielen. Und dann dachten wir, das probieren wir selbst. So kam es dazu. Ich habe dann Leute gefragt, ob sie Lust hätten mitzumachen. Und letztlich haben wir auch einen Lehrer gefunden, der uns unterrichtet. Und so sind wir jetzt ein kleiner Alphornchor geworden. Seit 2 Jahren spielen sie nun schon zusammen. Der Klang der Alphörner kommt im Freien, in der Weite der Berge besonders zur Geltung. Pfarrer Michael Kraus hat ein exotisches Instrument in seiner evangelischen Gemeinde etabliert. Im Fränkischen gibt es ja viele Posaunenchöre, die sehr gute Arbeit leisten. Hier im Oberbayerischen gibt es aber so gute Blaskapellen, dass man damit Posaunenchor nicht anzufangen braucht. Das heißt, wir haben uns eine Nische gesucht, die Alphörner. Die gibt es noch nicht so häufig, passen aber natürlich wunderbar zu den Bergen hier und unterstützen uns bei den Gottesdiensten auf recht charmante Art und Weise. Diese Dicerie-Dus der Alpen kommen bei den Gottesdienstbesuchern der Oberbayerischen Gemeinde gut an. Das ist eine richtige bayerische Sache und sowas ist richtig schön. Es ist sicher schwer zu spielen, ja. Ich denke, aber es ist was Besonderes, ja. Gefällt mir gut. Ob das wirklich so schwer ist, dürfen Freiwillige nach dem Gottesdienst ausprobieren. Ja, da kommt schon was. Ja, richtig. Man soll die Backen nicht aufblasen und danach habe ich mich gerichtet und ich war ganz erstaunt, dass dann ein Ton rauskam und dann noch mehrere Töne und es war gar nicht so schwer, wie es vielleicht aussieht. Die Jüngste im evangelischen Alphornchor ist die 14-jährige Amelie. Sie ist Konfirmandin in der Kirchengemeinde. Wie reagieren wohl ihre Freunde auf so ein ausgefallenes Hobby? Also ich habe auch in der Schule am Bayerischen Abend, also habe ich auch Alphorn gespielt und alle so, wow, cool, du spielst Alphorn, wusste ich ja gar nicht, seit wann. Und kann ich auch mal reinblasen und wie ist das jetzt so, wo spielst du? Und die finden das richtig cool und so, ja. Unter den Musikern ist auch ein Tüftler, Albert Müller. Er baut Alphörner selbst. Ich arbeite überhaupt gern mit dem Holz. Hab mit Holzschnitzerei schon seit 30 Jahren ungefähr Erfahrung. Und durch das Alphornspielen habe ich mir eben gedacht, ja, versuch's das wenigstens einmal und baust einmal ein Alphorn. Das erste Alphorn ist, ja, auf gut Deutsch gesagt, in die Hose gegangen. Aber ich habe zumindest gewusst, so ungefähr gehen die ganzen Schritte. Und Übung macht bekanntlich den Meister. Mittlerweile hat Albert Müller schon 3 Alphörner gebaut. Mit seinem 3. ist er voll zufrieden und das wird jetzt bald noch kräftiger zum Einsatz kommen. Denn die Saison beginnt. Ab Mai werden viele Gottesdienste nicht mehr nur in der Kirche, sondern auch im Freien gefeiert. Musik